tell me I'm awesome, yeah. Act like fire all the time. Hey Leute, was geht? Für uns ein herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Heute gibt es wieder ein Discord-Quiz, kam übertrieben gut letztes Mal an. Über 10.000 Likes erreicht, Views waren auch super, also ich merke, ihr feiert das neue Format. Heute ist Wakes der Gegner. Peace, Freunde, ich bin heute auch dabei und bin mal gespannt, ob ich die eine oder andere Fußballfrage richtig beantworten kann. Uiuiui. Da sind coole Sachen mit dabei. Leute, ihr seht auch im Untergrund unsere Teams schon. Da sind auch sehr coole Spieler, die alle theoretisch rutschen gehen können. Man muss sich anstrengen. Ich will die Regeln jetzt nicht nochmal komplett erklären. Im Grunde geht es aber darum, wer weniger Fragen richtig beantwortet, der kann am Ende rasiert werden. Und wir haben natürlich wieder unseren Star-Moderator, der es auch letztes Mal super gemacht hat. Heisen. Ja, Junge, so will man doch vorgestellt werden. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, du hast hier ein paar coole Fragen. Ich hatte gelesen, dass die Schätzfragen letztes Mal sehr gut ankamen. Deswegen sind, glaube ich, diesmal ein paar mehr Schätzfragen mit dabei und alles drum und dran. Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Wieder die 10.000 Likes werden wild. Dann weiß ich Bescheid, dass ihr solche neuen Formate feiert. Ich glaube, das ist ein sehr einzigartiges Format. Ich habe mir auch überlegt, man kann so mal reinstarten. So ein paar Fußballfakten einfach so ein bisschen vorlesen. Ich habe mir so ein Buch bestellt mit unnützen Fußballwissen, damit ich so ein bisschen Vorteile habe bei dieser Serie. Was? Da kann man eigentlich. Meint ihr, es ist interessant? Lies mal vor, eine Sache. Okay, komm. Fakt Nummer 1. Paul Breitner wechselte 1974 für die Rekordablösesumme von 1,5 Millionen von Bayern zu Real Madrid. Damit war Breitner ganze 5 Jahre lang der teuerste Spieler der Welt. 1,5 Millionen der teuerste der Welt. Bro, All-Star gezahlt mit der Kreisliga, glaube ich, so viel Transfer, oder? Vierte Liga, alles Mögliche mehr. Legende. Eisen? Ja? Tim, wenn ihr bereit seid, wir können starten mit Frage Nummer 1. Let's go. Okay, Leute, ich habe mir wieder ein paar Fragen ausgesucht. Danny, wenn ich morgen bei dir bin, dann will ich auf jeden Fall das Buch haben für die nächsten Einheiten. Dann muss ich mir nicht mehr ihre Fragen aus dem Ärmel schütteln. Ah, das ist doch Quatsch. Also das Buch, wenn das einmal durchgekeilt, das auswendig. Okay. Du musst viel schon selbst darüber reden. Okay, dann ist die erste Frage, Leute. Ihr kennt ja alle die Abseitsregel. Und ja. Ja, wann wurde denn die Abseitsregel erfunden? Nein. Als Schätzfrage, ne? Wer am nächsten dran ist. Da geht irgendeine Schätzfrage rein. Bro, ich hab gar keinen blassen Schimmer. Also irgendein Jahr jetzt aufschreiben, oder was? Genau, irgendein Jahr und der näher an dem Jahr dran ist, der kriegt den Punkt. Oder beziehungsweise... Junge, ich weiß es einfach nicht. Damals war das so, okay, aber wann war das? Ich schreibe einfach irgendwas auf. Also die Schätzfragen sind meistens extra so gewählt, dass eigentlich keiner es von euch exakt wissen könnte, aber wer halt so ist ungefähr näher. Weiß. Ich stehe gerade komplett auf dem Schlauch, sage ich dir ehrlich. Aber ich habe was eingeloggt. Oh, ich halt auch irgendwas rein. Ich sehe schon die Leute sich gerade am Kopf fassen, wo ich mein Board hier in die Kamera kein halte. Kein Mensch weiß das, ja. Ja, okay. Löst du auf oder sollen wir beide sagen, was wir eingeloggt haben? Ja, ihr müsst erstmal sagen, was ihr, oder, Danny? Wir haben ja schon reingehalten, also hier wird keiner was ändern. Oder? Ja, ja. Easy. Also die Abseitsregel wurde 1920 erfunden. Danny, was hast du? Verkackt 1960. Ich hab 1930. Digga, ich bin der Miesgut. Was? Ja, ich schwör. Was? Also da bin ich auf jeden Fall näher dran, Digi. Ja, okay, dass ich ein bisschen daneben lag, war mir schon klar. Aber das ist 1920? Krass. Das aber stellt krass. Euch mal vor, wie das wohl aussah ohne Abseits. Einfach Leute haben zwei Stürmer vorne geparkt und so. Einfach Junge, ich fand schon krass, wo die Libero und so gespielt haben. Das war ja noch verrückt, aber... Ja, das meine ich ja. Ich dachte, man hat Libero gespielt, weil es kein Abseits gab. Was hat man denn für einen Sinn, dass mein Libero, der die ganze Zeit nur hinten am 16er steht, den gespielt hat, wenn es Abseits schon gab? Aber wann kam denn Libero? Weißt du das? Ja, genau. Da gibt es nämlich noch einen Unterschied. Nämlich habe ich das eben gelesen, dass die Abseitsregel noch mal abgeändert wurde, 1985 oder so etwas. Wo dann wirklich das war mit dem Libero, dass das letzte Spiel. Die Abseitsregel war früher auf jeden Fall eine andere Abseitsregel als heutzutage. Junge, willst du mich rasieren oder was? Egal, alles gut, das zählt. 1-0 für mich. Okay, das ist jetzt echt frech. Das ist frech. Ja, okay, geil. Komm, nächste Frage. Okay, machen wir mal eine Optionfrage. Also, wer hat mehr Follower auf Instagram? Der FC Bayern, der FC Barcelona oder Real Madrid? Boah. Ich habe eingeloggt. Wenn ihr richtiger OG schreibt, seid, dann schreibt ihr noch die Zahl dahinter, wie viele Follower. Ja, ja, ja. Lass mal, das war nicht die Frage. Das war nicht die Frage. Wenn ich jetzt 0-2 hinten liege, dann gar nicht. Ich blick selber noch nicht bei dem Format durch, wann ich das kann, davon wann nicht, aber ich spiele erstmal. Ihr erklärt mir das schon. Ja, erstmal jetzt einfach fragen, Mann. Ja, ich hab Real. Ich habe auch Real. FC Bayern hat 30 Follower. Der FC Barcelona hat 104 Millionen. Ja, ich habe auch nochmal nachgeschaut. 30 Millionen, ne?
Ja, das weiß ich. Deswegen sage ich dann auch, er sagt 30 Follower. Nee, aber ich finde 30 Millionen auch nicht viel, Leute. 30 okay, Millionen jetzt geht weiter. Barcelona 104 und Real Madrid hat 108. Ja. Oh, nur 4 Millionen mehr. Genau. Kriegen wir jetzt beide einen Punkt oder zählt es einfach nicht? Ja, beide einen Punkt. Okay. Ich würde sagen, ich mache weiter. Miro Klose gilt als Rekordtorschütze des DFB. Aber wie viele Tore hat er geschossen? Boah. Schätzfrage, ne? Ein DFB, was heißt das jetzt? Also in einem Länderspiel halt. Ne? Zählt ein Freundschaftsspiel auch zu? Da zählt alles dazu. DFB, alles, was in der ersten Herren sozusagen, also in der ersten Mannschaft, Tore geschossen. Ich weiß nicht mal, was so ein Rekord sein kann, ne? Aber er hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel gehabt, ne? Erster Rekord, also trägt er den Rekord immer noch? Er trägt den Rekord immer noch. Hey, ich glaube, ich will wieder komplett rutschen. Warte, ich muss noch mal kurz was bearbeiten. Ich mach so, Freunde, scheiß drauf. Das hat er eingeloggt? Zählt, ne? Ja. Nee, warte. Der mache ich mit Mathematik und so jetzt. Wie viele Tore könnte der... Obwohl, ja, ich weiß nicht, scheiß drauf. Ach, keine Ahnung, Digga, ich halt rein. Es sind 71 Tore. Danny, soll ich als erstes oder du? Sag du. Ich hab 99. 81. Nein! Ja! Ausgleich 2-2. Oh, ich hab so gehofft, dass du 100 nimmst, weißt du? Ja. Boah, ich hatte richtig Hoffnung, als er 1 gesagt hat. Dann hätte er jetzt genau 81 gesagt, hätte ich mich früh gefühlt. Aber so war auch gut. Nicht schlecht. 2-2, Leute. Welche Mannschaft hat am häufigsten ein WM-Finale verloren? Oha. Also welche Nationalmannschaft hat am häufigsten ein... Boah, ich hab's gar keine Ahnung, ne? Es gibt nur 4 Möglichkeiten. Aber wer verliert am häufigsten? Ich stehe auf dem Schlauch. Ey, ich weiß es nicht. Warte, ich habe auch so 2, 3, die ich auf jeden Fall im Kopf habe. Ich schreibe mal. Oh mein Gott. Ich schreibe die auf. Obwohl. Ich schreibe die auf, scheiß drauf. Aber die noch. Ja. Hast du schon eingeloggt, Danny? Ich weiß es nicht. Ja, ich logge ein. Das Ding ist, ich habe jetzt eine Nationalität aufgeschrieben, die halt auch oft gewonnen hat, aber ich weiß nicht, ob das dumm dann ist. Also macht ja auch Sinn. Also es muss eigentlich Brasilien, Argentinien, Deutschland oder Italien sein. Ich habe Brasilien. Oder Niederlande, das war halt all. Einer der 4 war schon mal richtig. Ich habe Brasilien eingeloggt. Brasilien gewinnt eigentlich immer, wenn... Deswegen habe ich ja gesagt, aber ja. Deutschland ist ein typisches Land, das eigentlich immer Top 3 ist, aber... Ja, auch oft gewonnen hat. Ja, ich habe Deutschland eingeloggt, ich weiß es auch nicht. Ja, damit geht der Punkt nach zu Prones. Deutschland, also ist es? Deutschland. Ist richtig? Ist Deutschland. Mama mia. Da ist vielleicht Brasilien krass oft gewonnen, aber auch schon ein paar Mal verloren oder so, keine Ahnung. Die sind krass gut. Glaube ich, ehrlich so ein Land, wenn die ins Finale kamen, die auch gewonnen sind. So Leute, holt euren Fußball aus der Ecke raus, nämlich jetzt könnt ihr richtig rechnen, denn ein Fußball hat ja mehrere 5- und 6-Ecken, ne? Aus wie vielen 5- und 6-Ecken besteht denn ein Fußball? Schätzfrage. Einfach eine Zahl, oder was? Ja. Wie viel 5- und 6-Ecken? Ja, wie viel 5- und 6-Ecken? Haben so Fußbälle heutzutage sowas überhaupt noch? Ich dachte, das haben nur diese Retrobälle mit diesem Muster. Ja, es gibt schon noch welche. Also klar, es gibt auch die... Aber die, ich gehe mal von einem traditionellen Fußball aus. Hey, haben die eine einheitliche Größe? Es gibt doch welche, wo diese 5 Ecke so klein sind, welche, wo die groß sind. Okay. Nein, also ein Fußball hat ja bestimmte Ecken auch. Und dann die Anzahl seiner Flächen sind ja... Ball hat Ecken? Erzähl ich gleich. Ich bin voll verwirrt gerade. Okay, ich schreib mal... So, ich hab mir irgendwas da ausgemalt. Mal gucken, ob das richtig sein kann. Scheiße. Was ist das aber für eine coole Frage? Ich meine, das bringt gerade voll Spaß. Ich glaube, die Zuschauer fiebern auch voll mit, die sind auch gerade voll am so nachrechnen und so. Voll geil. Gar keine Ahnung, also ich weiß es nicht. Sag du als erstes, ich habe eben als erstes gesagt. Ja, ich habe 24, kein Plan, Mann. Ich habe 50, okay, das ist zu viel. Also Leute, jeder Fußball hat ja gleich viele 5- und 6-Ecken, weil die ja, also die müssen immer gleich groß sein, tatsächlich, habe ich nachgelesen. Deshalb kann man auch immer von dem gleichen Fußball ausgehen, wenn man von dem klassischen ausgeht. Und der hat 32. Nein, Mann. Da bin ich dichter. Um genau zu sein, 12 5-Ecke und 20 6-Ecke. Oh, 50 war ein bisschen nice. Hoch. 4-2. Bei mir, ich hatte vor Augen Medizinball oder so einen großen Ding. Alter, wie viele Schätzfragen gerade? Gleich haben schon alle Schätzfragen durch. Nein. Deswegen frage ich jetzt mal, wer war Fußball-Europameister 2012? 12. 2012? Jo. Das war vor 10 Jahren. 2012. Nee. Oder? Europameister 2012. Genau. Okay. Ich
Bin mir nicht sicher. Doch, also ja, ich bin mir eigentlich zu 90% sicher. Sicher? Ja, ich habe reingehalten. Wer denn? Muss Spanien sein, weil die haben drei nacheinander gewonnen. Das muss 2008, 2010, 2012 gewesen sein. Die haben auf jeden Fall WM und EM gewonnen. Aber ich weiß nicht, ob es erstmal EM? EM eigentlich. Dann ist es safe Spanien. Ich habe auch Spanien aufgeschrieben. Wenn es dreimal war, ich wusste nur von zweimal. Genau, es ist Spanien. Also es ist okay, habe ich Spanien. Auch. Damit steht es dann 5-3. Das war doch da, wo Balotelli Deutschland Halbfinale rausgehauen hat, oder nicht? Aber mit diesem Jubel, wo er diesen Jubel gemacht hat. Damit steht es 5-3, oder? Würde ich sagen, glaube ja. Ich. Okay. Ja. 5-3? Dann nennen wir mal das größte Fußballstadion Europas. Das größte ich weiß es gar nicht. Ja. Muss raten ich wieder. Ich habe schon aufgeschrieben. Was heißt denn das größte Fußballstadion? Da, wo die meisten Leute da, wo die meisten... Also, ich habe mal also recherchiert... Also, reicht's, wenn ich den Verein schreibe? Oder, also... Ich kenne die ganzen Namen gar nicht. Danny? Was? Ja, welches? Von mir aus. Ja, von mir aus. Ja, mach das. Also, Verein... Also, eigentlich ist das größte Fußballstadion in Hongkong. Aber das, ja, das hätte niemals von uns, glaube ich, Europa. Das größte Fußballstadion. Ja, deswegen Europa. Bin ich auf Europa gegangen, weil das Stadion kennt jeder. Das kennt jeder? Ich habe keine Ahnung, ich muss irgendwas raten. Also ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ich halt rein. Dann erzählt mal. Ein bisschen zu viele Tipps gegeben hier. Gut. Ist wieso? Es, wieso Tipps gegeben? Ja, mit das Stadion kennt jeder und sowas. Ja, den hast du? Sag mal, was hast du? Ich habe Chelsea. Ich hab kaum nur. Ja, da, also Chelsea hat doch voll das kleine Stadion, oder nicht? Nicht so. Digga, ich hab keine Ahnung, Mann. Also wenn hätte ich Wembley gedacht, aber nee, es ist tatsächlich das Camp Nou. Oha, Mann, Digga, ich muss so dick diskutieren, gar keinen Bock mehr. Super Sache hier, gefällt mir, die Fragen sind super heute. Gar nicht geil, diese Fragen und so, Mann. Schmeckt. Okay, wir machen mal eine Schätzfrage, ne? Hätte man auch drauf kommen können, bin ich ehrlich. Ich war sogar da, ey. Leute, ist eine Schätzfrage jetzt wieder. Nämlich, seit wann gibt es die Fußball-EM der Frauen? Der Frauen? Also Schätzfragen in ehrlicher Weise. Ja, wieso die kam dann ja wahrscheinlich ein bisschen später als die normale WM, ne? Gibt's da einen Tipp? Nö. Die EM der Frauen. Die kommt gleich wieder irgendwas Komisches. Ja, ab 2000 wird sie regelmäßig durchgeführt, aber 1793 gab es schon mal eine Version, wo sich zwei Länder getroffen haben. 700 vor Christus war es schon mal irgendwie was mit Steinzeit und so. Ja, aber sind wir hier, ist das eine Wissensshow, Danny, oder ist das hier eine Halbwissensshow? EM, ne? Ja. Ich habe aufgeschrieben. Ich weiß nicht mal, was da die Jahresabstände sind. Also. Wie? Achso, bei den Fußball Frauen, kannst ne? Kannst ja genau stimmt. Runterrechnen. Da weißt du, 2014, 2010, 2006, 2002, da war immer WM und dazwischen halt EM. Bei denen. Ich habe einfach genauso. Ich gebe keinen Tipp, scheiß drauf. Ja, ich glaube nicht, dass es im selben Jahr ist. Also dann mache ich, dann korrigiere ich auch nochmal. Danke für den Tipp. Oder so darf ich nicht mehr. Ich weiß auch nicht mal, wie der Tipp jetzt helfen soll. Ich habe so auch irgendwas aufgeschrieben. Ich lasse einfach so, nicht, dass irgendjemand sagt, er schummelt. Okay, Leute. Es war auf jeden Fall. Das ist zu spät. Warte mal. Wann war denn bei Männern? Ach, keinen Plan, mach einfach. Okay, also dieses mit zu spät, da bist du, glaube ich, ganz gut davor, denn es ist wirklich sehr spät, dass es eine Frauenfußball-EM gab. Nämlich war es 1982. Oha. Was hast du, Danny? Ich habe 78. Oh, du bist so ein Streuner. Ich habe 72. Ich denke, ich fahre gut damit. Hätte ich mal eine 7-8 gemacht, Digga. Oh mein Gott, nice. Ey, der kann doch nicht 78 da drauf knallen, Mann. Wie kommst du denn drauf? Ich hab gedacht, weil Deutschland das erste Mal 74 die WM gewonnen hat, irgendwie so davor oder danach muss das gewesen sein, vielleicht. I don't know. Also ich glaube, mein Messi wants to watch, mein Ronaldo und alle meine Karten im Team sind relativ safe. Weil es muss ja nur ein Verlierer des Karten, das schmeckt schon mal. Wie viele Fragen gibt's noch? Es gibt noch 4 Fragen. Ich kann noch aufholen, wenn ich jetzt alles richtig errate. Von 8 Stück bisher habe ich 7 richtig, ne? Ich habe nur die erste nicht gewonnen. Das ist krass. Ja, und dann haben wir zweimal noch dasselbe gehabt. Scheiße. Ja. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt, weil ich glaube, die Frage wirst du nicht richtig haben. Nämlich ist es, welcher Schiedsrichter wurde 6-mal in Folge zum Weltschiedsrichter des Jahres gewählt? Ich weiß nicht, wie der heißt. Wie heißt denn der nochmal? Oh, Bro, ich wusste auch, wie der aussieht, aber ich wusste auch nicht seinen Namen. Ja, deswegen ist das scheiße, Mann. Ich schwöre, das ist scheiße. Das ist dieser Typ, diese... Also, darf ich das erklären, wenn ich einlogge? Ja, du kannst erklären, du brauchst den Namen. Ne? Also, nein, mach doch mal so. Digga, beim größten Stadion Europas kannst du auch nicht sagen, ja, dieses eine große da mit vielen Sitzen. Und nein, ich erkläre das schon. Macht auch keinen Sinn. Oh, Junge. Mann. Jemand wird salzig, weil er dick ist, muss heute. Ja, sein. Digga, ich habe auch noch kranke Spieler. Ronaldo, Garincha, Lever, alles.
Icons, die Stars. Glaubst du, kommst du auf den Namen? Der ist so einfach, der liegt mir auf der Zunge. Ja, gib mir kurz, wir machen einen Cut, ich überlege kurz. Ohne Google. Ja, ich lasse dich, Hände in der Luft, Google. Hände ganz in der Luft. Und halt die elektrische Hände Tastatur. Hände in der Luft, warte. Eine Ewigkeit später. Ja, also ich habe reingehalten, ja, aber Tim kann erst mal beschreiben, an welchen Schiri er denkt. Dieser Typ, der so groß ist, der Südländer, immer aggressiv auf die Spieler zugeht und die immer anschreit, wenn die den voll labern. Ich denke an ganz anderen. Okay. Also ich hätte jetzt an Colina gedacht, der hatte doch, der hat keine Augenbrauen, keine Haare. Der hat, aber du weißt, wen ich meine, weiß, ne? Weiß nicht, wie man das nennt. Wie heißt der nochmal? Das weiß ich auch nicht. Aber Colina ist auch der einzige Schiri, ich so vom Namen kenne. Der war früher richtige Legende. Also der, deswegen ist es auch Colina. Also den anderen hätte ich auch nicht gewusst. Hätte ich eh falsch gehabt, alles gut. Aber der hatte wirklich diese Krankheit, dass er... dass ihm keine Haare wachsen, ne? Egal ob Junge, ich spiele gegen jemanden, der sich Bücher über Fußball kauft und die vorher noch durchliest vom Markt. Kein Wunder, dass ich diskarden muss. Ihr habt die denn noch nicht durchgelesen? Ja, du hast aber 7 andere Episoden davon schon durchgelesen. Nein. Da machen wir mal eine Optionsfrage, nämlich welches der Top-Länder, mit Top-Länder ist Deutschland, Brasilien, Italien, Spanien und Argentinien gemeint, nahm nicht an der WM 2018 teil? Wer? Brasilien? Italien, Spanien, Argentinien, Deutschland. Boah, warte mal. 18. Was haben wir gerade für ein Jahr? 22. Boah, Bruder, das war doch sogar noch jetzt. Hä, 2018? Bei der EM, ne? Nein, WM hat er gesagt. WM, Brasilien WM. Kann ja gar nicht bei der WM mitmachen. Ah, stimmt. EM. Hab ich gerade los? Warte mal. Ach so! Ey, ich habe gerade voll verplant, dass wegen Corona die EM verschoben wurde und dass wir jetzt schon wieder ein Jahr weiter haben. Ich war gerade richtig. Warte, was gibt's noch zur Auswahl? Sag noch mal kurz. Das war in Russland. Junge, das ist unfair, du warst doch auch dort. Ich war im Finale im Stadion, also, aber die Länder hat doch nicht aufgezählt, die im Finale waren. Die Länder, deswegen. Naja, ich habe ja einen aufgezählt, was gar nicht dabei war. Ja. Welche gibt's noch mal zur Auswahl? Ich habe jetzt schon aufgeschrieben, weil ich will noch mal sicher gehen. Deutschland, Brasilien, Italien, Spanien, Argentinien. Ja. Ich habe reingehalten. Ich auch, was hast du? Ich habe Italien. Scheiße, ich habe Brasilien. Bei mir war Italien oder Spanien im Kopf, aber ich glaube, es war Italien, weil es halt das Besondere ist, dass sie sich nicht qualifiziert haben und jetzt direkt danach EM gewonnen haben. Was ist es? Also Brasilien ist rausgeflogen gegen Belgien 2-1. Scheiße. Und Italien war gar nicht dabei. Oh Mann, ich bin so schlecht, Mann. Wieso mache ich alles falsch? Ja, am Anfang war richtig knapp, da stand es 4-3, aber jetzt steht es irgendwie 9-3. Jetzt wurm drin bei dir. Aber jetzt habe ich eine coole Frage. Eine richtig coole, da hätte ich richtig... Ich glaube, die Zuschauer finden die Frage auch geil. Cristiano Ronaldo verdient ja extrem viel Geld, ne? Mhm. Wie viel verdient er pro Minute? Also wie viel Euronen verdient er pro Minute? Darf ich meinen Taschenrechner in die Hand nehmen? Von mir aus, wenn du sein Jahresgehalt weißt, mach das. Ja, hä, das weiß man echt ungefähr. Kann ich auch Taschenrechner in die Hand nehmen. Ja, dann bleiben wir ohne Taschenrechner. Bin schon dabei. Der Mann googelt gerade, der Mann die Taschenrechner googelt gerade. Nein, das ist eine Verdienstminute. Das ist ehrlich eine gute Idee. Spaß. Nein, ich mach Scheiß auf Taschenrechner, ich mach auch einfach so. Pro Minute, das ist... keine Ahnung. Ja, ich hab aufgeschrieben. Okay, haut mal raus. Was lenkt ihr? Ich hab aufgeschrieben. Das Ding ist ja auch die Frage, welche Quelle du benutzt vom Gehalt und so, ne? Es gibt ja verschiedene Quellen und so, aber ja, ich habe es aufgeschrieben. Ich hab schon echt krass hochgepokert. Wenn man alles zusammenzählt, macht er bestimmt mindestens so viel. Ich habe 1001 Euro pro Minute. Oh, ich habe sogar noch viel höher. Ja, dann bin ich, glaube ich, rutschen gleich. 1820 pro Minute. Ja. Ja, vielleicht habe ich die Frage noch falsch gestellt, muss man dann hinterfragen. Weil ich bin nur von dem Gehalt ausgegangen, nicht von den zusätzlichen Sponsorendingern, ne? Also, ja, sag weiter. Er verdient 6... Ja, okay, dann hat Wakes auf jeden Fall. Er verdient 26,5 Millionen Euro im Jahr. Junge, also ich habe bei Jahreseinnahmen, ja, die Wakes sind voll. Ich habe bei Jahreseinnahmen schon 120 Millionen oder so gedacht. Aber wenn man googelt, wie viel Ronaldo verdient, also ich habe letztens einen Beitrag über die bestverdiensten Sportler gesehen, da war McGregor 1 mit irgendwie 140 Millionen und da war Ronaldo Platz 2 mit 120 oder so. Ja genau, 106 Millionen. Halt 106 Millionen. Ja. Aber das ist, glaube ich, das Gesamtgehalt, wenn ich mich... Was ist es denn pro Minute jetzt? Es sind 200 Euro. Lol. Also das ist ja auch nicht wenig, Jungs. Wir nehmen jetzt eine halbe Stunde auf gerade. 200 Euro pro Minute. So. Es ist aber trotzdem sehr viel Geld. Die letzte Frage, Leute. Und die ist nämlich so gestellt. Die ist einmal nochmal die Follower-Frage.
Wer von beiden, einmal, es gibt einen Verein, PSG, und einmal James Rodriguez. Welcher von den beiden hat mehr Follower? Also, wer hat mehr Follower? Auf Instagram. Ich gebe einen kleinen Tipp. Ich hätte niemals James genommen, wenn er nicht viele Follower hätte. Sag doch nicht. Nee, ich meine nur, weil man denkt ja, ein Verein hat selbst mehr als ein Spieler. Aber mal gucken. Nee, Bayern hatte doch auch nicht. Ja, Bayern hat mehr als Lewandowski auf jeden Fall. Aber PSG hat weniger als... Bayern, wobei, nee, PSG wird auch von vielen gefeiert. Ach, keine Ahnung, ich hab Engel. Ich ja, ich hab James. Nee, ich hab auch James gespielt. Ja, damit wollte ich euch ein bisschen verunsichern, denn PSG hat mehr Follower. 55 Millionen, James Rodriguez hat aber trotzdem 48 Millionen. Also, der Typ war doch mal krass im Hype, deswegen dachte ich selbst. Aber das Ding ist, ich hab, bevor du das gesagt hast, ne, mit den James hat viele Follower, hatte ich James schon aufgeschrieben. Ich und auch. Als du das gesagt hast, habe ich überlegt, ob ich noch auf Paris ändere. Weil ich wusste, dass du... Das war, deswegen meinte ich auch, hör mal auf zu reden, weil das ist voll so... Wir kennen ihn ja, wir wissen ja, wie er tickt und so. Ja, Leute, hier ein bisschen... Aber auf jeden Fall, James hat übertrieben viele 48 Millionen. 48 ist echt knapp gewesen dann. Ja. 9 zu 4, was heißt das jetzt? Doppelt so viel wie Lever. Also du kannst gleich 4 Spieler retten und danach werden 9 von den restlichen discarded. Das heißt, ich mix mein Team jetzt einmal durch, oder was? Na, genau. Und 9 richtige, da habe ich auf jeden Fall nicht gerechnet. Das ist krass. So, ja... Meine Spieler sind alle gerettet. Das schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Da waren teure dabei. Jetzt geht's bei Wakes. Und das ist 4 richtig, ne? Ja. Das heißt, 4 werden gerettet. Am schlimmsten wäre jetzt, wenn ich Garincha, Ronaldo und Lever für dich rette. Das wäre sehr wack. Dann snipe ich mal 4 Stück. Komm, ich nehme den ZDM bei dir. Der ist schon mal safe. Dann den ZOM. Den... Spiel auf der Bank. Und zu guter Letzt würde ich noch dein Torwart retten. Okay. Soll ich dir jetzt sagen, wen du nicht gerettet hast oder nicht? Ja. Einmal Fred, war der Erste. Der ist schon ein bisschen was wert. 250k, Garincha. Was? ZOM gewesen, Christensen war auf der Bank und Schmeichel ist im Tor geblieben. Das heißt, Ronaldo, Lever, Vinicius in Form, Baresi-Icon und so sind noch drin. Renan Lodi, Hakimi auch teuer. Man muss halt bedenken, ich habe 9 Picks gleich bei 12 Spielern. Also da, okay, 9 Picks, du hast schon wild. Möglichst wenig Bronzespieler jetzt einfach treffen. Die anderen sind alle was wert. Ich nehme erstmal den Linksverteidiger und Rechtsverteidiger auch. Linkes Mittelfeld und rechtes Mittelfeld nehme ich noch. Wie viele Picks hast du? 9. 9? Ja, wegen 9 richtige. Das ist ja das Kranke. Hä, dann bleiben mir nur 2 Spieler übrig. 3 wegen Bank. ZOM und ZDM. Da die beiden Innenverteidiger. Ich glaube, einer fehlt noch jetzt, ne? Einer fehlt noch. Ich nehme den Torwart. Interessantes Format. Wieso? Ja, was soll ich dir sagen? Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Vinicius Junior, Hakimi, Renan Lodi, Müller. Schade, sind abgestoßen. Warte, wer hat überlebt? Baresi und Boateng. Und ein Bronze oder was? Ja, Müller. Ja, meine Damen und Herren. Ist 1 Million Coins oder so, Leute. Ist nicht schlimm. Alles gut. Zu dem Zeitpunkt jetzt gerade in FIFA ist es gar nicht schlimm. Einfach Digga, ich habe schon im letzten Video gegen dich Cristiano Ronaldo discarded. Was nervst du eigentlich? Da habe ich sogar Messi und Ronaldo discarded. Diesmal wieder Ronaldo, Vinicius, Lever, Hakimi, Lodi. Geil. Ja, okay. Ich mache die alle in SPC, da hole ich mir irgendwas Gutes aber noch zurück. Mir egal. So, Freunde, mein schönes Team ist hier in Topform fertig. Danny, Digga, das ist echt krank, was hier wieder passiert. Ich stoße so viele Coins gegen dich ab, unglaublich. 9-4 ist auch hart, ehrlich. Also damit habe ich nicht gerechnet. Nicht damit, dass ich so viel errate und... Ja, viele Fragen waren ja auch Raten, hatte ich ein bisschen mehr Glück, also war schon krass. Ey. War schon komplett RIP, über 1 Million Coins, das ist fast ein ganzes Team, was so abstößt, was man so zocken könnte wirklich. Mm. War schon krass. Und vor allem schon wieder Ronaldo, das belastet mich am meisten. Weg sind die Viecher, geile Sache. Tschüss. Leute, ich glaube Gamer Brother wäre so ein Kandidat, der glaube ich meint, dass er viel Fußballwissen hat. Tabak hat einen Fußball-Podcast, der kennt sich gut aus. Eli ist eigentlich für so Quiz-Formate mal zu haben. Also es gibt auf jeden Fall noch Leute, gegen die man das demnächst machen kann. Schreibt mal auch in die Kommentare, was ihr zu diesen Fußballfakten findet. Guck mal, ich habe gerade das Buch einmal aufgeschlagen. Wird es auch Garincha im Team, ne? Ich habe direkt einen Fakt zu Garincha gesehen hier. Guck mal, der legendäre brasilianische Dribbelkünstler Garincha, der einst mit Pelé durch die gegnerischen Strafräume wirbelte, hatte eigentlich ein schweres Handicap. Sein rechtes Bein war 6 cm kürzer als sein linkes. Oha, 6 cm, das ist voll viel.
Der muss ja richtig schräg gerannt sein. Meinst du, ist ein FIFA auch so, dass ein Bein länger ist bei ihm? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Ich finde das Format mega nice. Weil es ja auch nicht nur um FIFA geht, sondern um allgemeine Sachen, um Fußball generell und. Check Wakes up, da haben wir auch ein Video aufgenommen. Link ist in der Beschreibung. Und ja, Mann, ich bin raus. Danke nochmal an Heisen, dass er Moderator war. Haut rein. Peace. Ciao.